Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es würde mich nicht wundern, wenn in der nächsten Woche der Schröder den Fischer zum Kanzler macht. Kurze Pressekonferenz und ab jetzt macht's Joschka. Wäre auch konsequent, weil Joschka ist ja doch die graue Eminenz im Hintergrund, der heimliche Superstar. Er ist ja jetzt schon der Kanzler, der Fischer, der einzig prominente Politiker, der auch im Ausland bekannt ist, Joschka. Haben Sie das gelesen? Hollywood will jetzt sogar das Leben von Joschka Fischer verfilmen. Sie gucken skeptisch. Gut, das haben die Produzenten in Hollywood auch getan, als sie die Fotos von Fischer gesehen haben. Da hieß es erst, warum sollen wir jetzt gerade das verfilmen? E.T. gibt's ja schon, nicht? Aber dann hat das Drehbuch überzeugt. Eine echte amerikanische Story. Die Geschichte vom Loser, der zum Helden wird, das haben die Amis gerne. So wie Rambo, das soll der Film auch Fischbo heißen. Fischbo, Fischer. Fischer wird ganz hoch besetzt. Der wird gespielt von Al Pacino, der schon den Paten gegeben hat, der sich also in eine neue Rolle nicht extra nochmal eindenken muss. Ja, und das Drehbuch. Ja. Das Drehbuch ist wirklich ein Meisterwerk. Ich erzähle es Ihnen mal ganz kurz. Der Film beginnt mit Fischers Kindheit in Waiblingen bei Stuttgart. Da ist er aufgewachsen. Dafür haben die Amis in den USA Stuttgart komplett nachgebaut. Da kennen die nichts. Es war einfach sehr schwer, in den USA eine Stadt mit dem Flair von Stuttgart zu finden. Bis einer kurz vor Los Angeles so einen Großparkplatz entdeckt hat und da wird das jetzt alles gedreht. Die Stuttgarter werden gespielt von 30.000 Komparsen, die man 4 Wochen vor Drehbeginn extra unter Valium setzen will, damit sie auch echt schwäbisch wirken. Und da. Und da wächst der kleine Joschka auf. Aber der Zuschauer merkt ganz schnell, Joschka ist nicht wie andere Kinder. Wenn er eine Ohrfeige bekommt, dann heult er nicht, sondern sagt, Mutti, die Frage der Menschenrechte belastet unsere bilateralen Beziehungen. Schon das kleine Junge. Die Eltern bekommen Angst vor ihrem Kind, es wird ihnen fremd. Sie fangen an, den Kleinen zu siezen. Auch Joschka wird dadurch natürlich sehr einsam, bis am heiligen Abend der Weihnachtsmann kommt. Und so Joschka sagt, pass mal auf, Junge, du bist als Baby vertauscht worden, fahr raus in die weite Welt und suche deine wahren Eltern. Jetzt cut, ein Schnitt, es beginnt ein ganz neuer Abschnitt. Bislang war der kleine Joschka ja bekanntlich Messdiener, aber am nächsten Tag trifft er vor der Kirche einen Kommunisten. Kommunisten, so heißen in Stuttgart die Leute, die die Kehrwoche nicht mitmachen. Und der, der fragt jetzt den kleinen Joschka, sag mal Junge, kennst du Marx und Engels? Und der Joschka, ja, die Namen der Engels kenne ich alle, aber Marx ist mir kein Begriff. Und der Kommunist macht es als Joschka einen Linken. Und wie alle Linken geht Joschka erstmal nach Frankfurt. Jetzt wieder Schnitt, eine ganz neue Episode beginnt. Der Film wird jetzt halbdokumentarisch, teilweise in Schwarz-Weiß gedreht. Deutsche Schauspieler werden eingesetzt. Joschka hört bekanntlich Vorlesungen von Adorno, der gespielt wird von Heinz Schenk, der sehr guter Schauspieler, sehr guter Mann, der bei den Probeaufnahmen wirklich also exzellent war. Außer, dass er August Bebel immer mit August Bembel verwechselt hat. Aber das ist egal, der wird ja sowieso hinterher synchronisiert. Und nebenher fährt Joschka ja bekanntlich Taxi. Und jetzt kommt eine ganz entscheidende Schlüsselstelle in dem Film. Eines Nachts steigt in Joschkas Taxi ein Mann ein. Es ist kein geringerer als Hans-Dietrich Genscher, der gespielt wird von Leonardo DiCaprio. Und der Genscher... Passen Sie auf. Der Genscher, der fragt jetzt den Joschka. Sag mal, Junge, wieso fährst du denn nach Taxi? Und der kleine Joschka, ja, wissen Sie, ich bin als Baby vertauscht worden. Ich brauche Geld. Ich muss durch die weite Welt reisen und muss meine wahren Eltern finden. Und der Genscher drauf, ja, Moment, man kann doch auch ohne eigenes Geld durch die Welt reisen. Und Joschka, ja. Sehr gutes Publikum. Ich merke schon, Sie sind weiter als ich. Und Joschka fragt, wie soll das denn gehen? Und Genscher, ja, da musst du Außenminister werden. Und Joschka wieder ganz perplex. Außenminister, wie wird man denn sowas? Und der Genscher wieder, ja, dann musst du in der FDP sein. Und Joschka ganz erstaunt, FDP? Was ist das denn schon wieder? Ist das sowas wie LSD? Nein, sagt Genscher. Die FDP ist eine Partei, LSD hingegen ist bewusstseinserweiternd. Aber Joschka. Aber Joschka will natürlich in keine etablierte Partei. Scheißegal, sagt Genscher, da machst du eben eine eigene auf.
Und Joschka wieder ganz erstaunt, ja welche denn, die FDP gibt es doch schon. Und Genscher wieder, völlig wurscht, dann machst du das gleiche in grün. So, und Joschka? Joschka! Und Joschka gründet es die Grünen. Bald ist auch schon Wahl, alle gehen zur Urne, machen ihr Kreuzchen, die Stimmen werden ausgezählt, Spannung wird aufgebaut. Plötzlich Umschnitt in den Deutschen Bundestag. Tatsächlich, Joschka hat es geschafft, er sitzt im Deutschen Bundestag. Große Freude, aber große Enttäuschung. Er ist nicht Außenminister geworden, das geht auch noch gar nicht, weil die Macht hat damals ja immer noch der Tyrannosaurus Kohl. Der wird gespielt von King Kong und der ist unbesiegbar, weil er als Kind in den Zaubertrank reingefallen ist. Joschka glaubt alles verloren, bis er eines Nachts einen Mann fürchterlich schreien hört, der so lange an den Gitterstäben des Kanzleramtszauns gerüttelt hat, bis er mit den Fingern dran festgefroren ist. Es ist bekanntlich Gerhard Schröder, der gespielt wird von Danny DeVito. Neben ihm steht damals ja noch Oscar Lafontaine, der wird gespielt von Lüde Finesse. Und viel später kommt Rudolf Scharping schwer verletzt mit seinem kaputten Fahrrad auf der Schulter hinzu. Für Scharping habe ich jetzt in Hollywood noch keinen Darsteller gefunden. Das war den meisten von der Rolle her dann doch zu hart. So, und die drei schaffen es ja bekanntlich tatsächlich, den Tyrannosaurus Kohl zu stürzen. Aber sie haben die Rechnung ohne den kleinen Joschka gemacht, weil der hat ja bekanntlich bei dieser Wahl dann 7% der Stimmen geklaut. Und tatsächlich ist der Kerl Außenminister geworden. Riesige Freude, aber er kommt nicht zum Feiern. Kaum hat er auf der Regierungsbank Platz genommen, geht die Tür vom Deutschen Bundestag auf. Ein berittener Bote kommt herein und schreit in den Saal, in Serbien ist Krieg. Ein paar Wochen später geht die Tür wieder auf, kommt er wieder mit dem Gaul da rein und brüllt wie ein Verrückter, in Afghanistan ist auch Krieg. Joschka muss handeln. Er zieht seine alten Turnschuhe an und läuft wie Forrest Gump runter nach Kabul und brüllt da immer nur, Schluss mit dem Krieg, es gibt schon genug Elend auf der Welt. Und Mullah Omar, der gespielt wird von Omar Sharif, schreit, Mensch, gut, dass du gekommen bist. Jetzt, wo du es sagst, fällt es uns auch auf. Wir machen Schluss mit Quatsch. Joschka hat Frieden gemacht. Und gerade als er mit seinem alten Fahrrad weiter runterfahren will, nach Bagdad, sieht er plötzlich in den rauchenden Ruinen von Kabul eine Frau, die ihm total ähnlich sieht. Jetzt wird der Film ganz dramatisch. Streicher setzen im Hintergrund ein. Joschka läuft in Zeitlupe durch die rauchenden Ruinen von Kabul auf diese Frau zu und schreit immer nur, Mutti, Mutti. Und die Frau ruft, Soni, Soni. Es ist Madeleine Albright. Die wird gespielt von Götz George. In der Perücke von Hildegard Knef. Alle beiden umarmen sie und Joschka ruft immer nur, wo ist denn Fati, wo ist denn Fati? Hier, ertönt es aus dem Hintergrund, er dreht sich um. Hinter ihm steht der Tyrannosaurus Kohl. Und Joschka total perplex, was, du bist mein Fati? Ja, sagt Kohl, vor wem glaubst du, dass du den Ellenbogen hast? Alle drei umarmen sich jetzt, der Film geht langsam dem Ende zu. Immer mehr Streicher setzen im Hintergrund ein, ganze Orchester riegen, weiße Friedenstauben fliegen gen Himmel. Whitney Houston singt Beethovens Neunte. Sie ähnt und abspannt. Am besten, sie besorgen sich jetzt schon mal Karten, nicht, dass sie hinterher nicht mehr reinkommen.